Herzlich willkommen bei JG Kritik und heute geht es um Irrsinn männlich, ein deutscher Film, der uns von Konstantin Film voraussichtlich am letzten Donnerstag im April in die deutschen Kinos gebracht wird. Und ja, damit würde ich sagen, schau dich den Trailer an und dann kommt meine kurze Kritik dazu. Meinst du, sie wird jetzt anhänglich? Sie hat sich entschuldigt. Entschuldigt? Sie hatte Angst, dass ich denke, sie nutzt mir aus. Mein Freund Thomas und ich gehen zur Therapie. Das hier sind unsere Grundregeln. Wir sind bei keinem sozialen Netzwerk. Wir wohnen in Großstädten, haben jedermanns Namen und ganz normale Jobs. Um Frauen kennenzulernen. Das ist die perfekte Kreuzung aus einer intensiven Beziehung und einem One-Night-Stand. Das ist Bam! Trinknummer machen. Das haben wir bei unserer ersten Zigarette auch gesagt. Sterben wir beide an Lungenkrebs, genau. Scheiße. Bert, der Designer aus Mitte. Christian Schnell, Cheftierpfleger. In welchem Zoo arbeitet ihr eigentlich? In Innsbruck, im Alpenzoo. Ich hatte gerade ein kleines Eisbärbaby mit der Flasche großgezogen. In dem Alpenzoo nicht nur Alpentiere? Ich meine ja auch einen Alpen-Eisbären. Justus V, Herzchirurg. Ah, das war eine schnelle Umschulung. Therapie-Crasher Regel Nummer 3. Die Lebensläufe können nicht verkorkst genug sein. Ich hatte eine Zwillingsschwester und ist im Bauch meiner Mutter gestorben. Deswegen habe ich Angst, mir immer viel zu nehmen. Ich möchte, dass du lernst zu nehmen. Regel Nummer 8. Gehe immer auf deinen Partner ein. Ich habe dir auch das Gefühl genommen, etwas aus eigener Kraft zu schaffen. Sag nochmal Nein zu mir. Da nicht so gerne. Ich höre dich nicht. Na, zieh wieder raus, bitte. Therapie-Crasher-Regel Nummer 10. Halte dich bloß fern von deiner Ex. Na, wie geht's dir? Und die wichtigste Regel von allen: Verliebe dich niemals in eine Teilnehmerin. Das ist gut. Ja, toll. Dann bist du auch nicht gleich. Du bist der Erste, der sich bei mir überhaupt nicht versteht. Wir stellen eure sexuelle Beziehung auf. Ist doch nicht normal. Dann stelle ich dich, Bernd. Was bin ich nochmal? Du bist das schlaffe Glied. Entschuldigung, das schlaffe Glied bin ich. Was muss ich tun, damit das aufhört? In dem Film Irre sind männlich geht es um Daniel, Mia und Thomas und Daniel und Mia sind zusammen, beziehungsweise sie streiten sich langsam und irgendwann klappt das nicht mehr mit der Beziehung und die beiden trennen sich. Dafür hacken dann Daniel und Thomas einen Plan aus und zwar haben die beiden vor, auf ganz bestimmten, naja, psychotherapeutischen Veranstaltungen Frauen aufzureißen, indem sie unter anderen Namen und mit anderen Jobs dorthin gehen, ihre eigenen Probleme entwickeln oder sich quasi Probleme ausdenken, die sie haben und dann, ja, die psychisch auffälligen und vor allem angreifbaren Frauen im Bett dann aus zu nutzen und das funktioniert auch eine ganze Zeit ziemlich gut, nur irgendwann verlieben sich beide in Frauen, die sie eigentlich nur ausnutzen wollten und da ist schon vorprogrammiert, das kann ziemlich viel Ärger geben und das ist so die kleine grobe Geschichte, die man hier im Film hat und ja, ich habe ja immer so meine Vorurteile bei deutschen Filmen und die meiner Meinung nach auch ein klein wenig berechtigt, denn die deutschen Filme werden irgendwie immer langweiliger und erzählen irgendwie immer dasselbe, beziehungsweise haben so ein Grundschema und das hat man bei diesem Film genauso. Und zwar habe ich wieder einmal das Gefühl, dass die einfach eine ganz einfache Gleichung, also wir haben wirklich 0815 Charaktere, wirklich wie aus einem Lehrbuch abgeschrieben, einfach alle mal von jedem Charakter irgendwas reingebaut, irgendein Klimax, also ein Wendepunkt irgendwo hingesteckt und dann einfach nur irgendwelche anderen Schauspieler reingesetzt, zum Beispiel halt Fariade, Mila Peschel, Josephine Reuss und Marie Bäumer oder Pari Baumeister, die haben einfach mal da reingesetzt und dann gedacht, das Ganze wird zu einem guten Film, aber das ist es ganz und gar nicht, denn als Zuschauer wird einem sowas von langweilig. Der Film dauert gerade mal 93 Minuten und man sitzt da nach einer halben Stunde und denkt, hallo? Ich sitze doch eigentlich schon seit 2 Stunden. Fühlt sich jedenfalls so an. Und ich war auf der Pressevorführung und nach einer halben Stunde war der Saal nur noch halb so voll, weil die Hälfte der Presseleute schon rausgeflüchtet sind quasi. Und ich muss sagen, mir gefällt der Film absolut überhaupt nicht. Man hat weder tolle, lustige Witze, die sind alle sehr flach und auf Fäkalhumor quasi basierend. Und ich weiß irgendwie nicht, wieso ich eigentlich in diesem Film dann drin war. Ich habe mich eher geärgert, dass ich danach noch die Bahn verpasst habe. Und ich muss sagen, ich bin ganz und gar nicht begeistert. Und ich würde sagen, Leute, in Deutschland muss mal irgendwas passieren im Kino. Da muss mal irgendwas Besonderes rein. Da muss sich mal irgendjemand wirklich trauen, was Besonderes zu machen und nicht immer nur auf diesem 0815-Kram kleben bleiben. Wird leider nicht funktionieren, solange die Deutschen quasi immer noch Geld dafür ausgeben für solche Filme, was ja wirklich noch der Fall ist, aber das, meine Leute, war wirklich wieder mal absolut gar nichts. Ich fand den Film absolut schlecht, ehrlich gesagt, und somit bekommt der Film von mir auch nur 2 von 10 möglichen Punkten, sowohl in Genre als auch Gesamt. Da kann ich keine großen Plus- oder Minusabstriche mehr machen. Wirklich, also mir fehlen da teilweise die Worte, muss ich leider so sagen. Und jetzt würde es mich auf jeden Fall mal interessieren, was haltet ihr eigentlich von deutschen Filmen? Würdet ihr aussagen, dass die deutschen Filme immer wieder dasselbe erzählen und einfach nicht mehr spannender werden? Und
Ich weiß es nicht. Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich bin langsam ein klein wenig mit meinem Latein am Ende bei deutschen Filmen und ja, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten kommt ihr da oben zu einer anderen Kritik. Hier unten geht es zu einem Trailer. Hier sind die Abo-Buttons. Da oben kommt ihr zu meiner Facebook-Seite und darunter zu der Umfrage zu den Filmen, auf denen ihr euch am meisten freut. Diesmal im April. Auf jeden Fall nochmal dran teilnehmen, wenn ihr schon an der letzten Umfrage teilgenommen habt. Oder ihr schaut euch einfach mal das Video zu der Auswertung an. Das habe ich auch vor, einem Tag, zwei Tagen hochgeladen. Könnt ihr auf jeden Fall jetzt auf meinem Kanal anschauen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr bei meinem nächsten Video wieder mit dabei sein würdet. Und ich würde sagen, bis demnächst.